So, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. Hat immer noch einen Anfall. Wrath of the Lich King, Folge 152. 29.12. müssten wir es heute haben. Hier hinten ist noch eine Quest. Und dann suchen wir uns wieder mal ein bisschen Streit. Das müsste die Wurmquest sein, oder? Ja, die Schredderteile, genau. Die holen wir uns unterwegs noch mit. Die Würmer waren echt doof, weil die sind immer aufgetaucht, wo man es nicht brauchen konnte. Unterbrochen. Ah ja, siehst du? Würmer. Komm her, du Gewürm. Einer davon konnte auch ein Rahmob sein. So. Dreckswurm 1 ist weg. Wollen wir gleich mal gucken, ob wir den Grausamen als Pala-Tank alleine umgelegt bekommen. Das würde mich schon interessieren, weil als DD würden wir es höchstwahrscheinlich nicht packen. Dafür haben wir zu schwache Knöchel. So, haben wir gleich nochmal mitgenommen. Aber es ist halt wirklich, wenn nicht viele Gegner da sind, die einem Mana zurückgeben, dann ist man da schnell mal oben. Und das ist natürlich auch eine der Schwierigkeiten beim Pala-Tank. Wenn er kein Mana hat, dann hat er ein Problem. Und dann kann er nicht besonders gut tanken. Hallo? Hast du jetzt die Schredderteile rausgenommen oder nicht? Ne, hast du natürlich nicht. Wird schon benutzt. Bist du weit weg gewesen. Ja, ja. Mach einen Kopf zu. Refugium ist schon wieder ausgelaufen. Muss auf so viel aufpassen. Ja, ich muss wirklich ein Anzeige-Add-on noch holen, was mir die wichtigsten Laufzeiten zentral anzeigt. Damit ich das dann auch schön alles sehen kann. So, jawohl, ich weiß, Häschen, du willst auch noch eins auf die Fresse, ist okay. Wir helfen, Herr Urkönnen. Aha, für unser Schaden um 5% erhöht, das heißt, wir haben die PvP-Sachen höchst wahrscheinlich. Dann werden wir die auch gleich machen, weil wenn wir die sowieso schon haben, reicht es kurzzeitig dort zu stehen, glaube ich. Um die gezählt zu bekommen. Na, jetzt ist natürlich die Frage hier. Ah, das ist zu weit weg. Aber da auch nicht. So, restliche Schredderteile holen wir beim Zurückfliegen. Das machen wir erstmal kurz hier die PvP-Dinger. Ja, wir kontrollieren alle drei. Schauen wir mal, ob es was bringt. So, wir müssen hier landen und PvP anmachen und absteigen. So. Könnte auch sein, dass es gar nichts bringt. Ich glaube, es bringt nichts, oder? Nee. Bringt leider nichts. Machen wir PvP wieder aus. Und ein paar sind jetzt ein bisschen auf, solange wir noch PvP geflaggt sind. Okay, dann müssen wir warten, bis die komische Allianz die Dinger umflaggt. Oh! Bei einem haben wir schon wieder Kontrolle verloren. Oder geht es von alleine zurück? Keine Ahnung. Ich laufe auf jeden Fall jetzt hier nur sehr ungern auf Allianz-Treffen. Die müssen wir auch noch umlegen. Aber da würde ich eigentlich ganz gerne warten, bis ich noch eine zweite Quest für die habe. Da gibt es nämlich zwei, sonst müssen wir sie nämlich doppelt umlegen. Ach
guck mal, das ist so eine Lanze. Das habe ich auch noch nie gesehen. Wahnsinn. Lanze, Lotens, Lanze. Ist er da, der Big Bad, Bad Motherfucker? Im Moment sehe ich ihn zumindest noch nicht. Das gibt uns ja die Möglichkeit, seine Konkubinen zu killen. Schauen wir mal, ob wir mit zweien klarkommen. Oh ja. Wir haben ja immerhin wieder mal die Abrechnung. So. Ja. Doch, also die ging ganz gut. Oh. Hallöchen. Ja, warte mal, da hole ich deine komische Freundin noch mit dazu. Komm. Dann schlucken wir noch ein Tränkchen zwischendrin. Sicher, sicher. Auch. Also, gut. Sehr schön. Begleitung haben wir abserviert. Das ist mal volles Leben, volles Mana. Hoffen, dass keine Allies vorbeikommen, die uns umlegen würden, solange wir noch gefleckt sind. Und dann warten wir, bis der große Dicke erscheint. Und oh, kurz vorm Level Up. Sehr schön. So, Digger, wo bist du? Ich bin bereit. Was zum Waffen, so noch ein bisschen darf. Ach, mächtiger Zauber ist bereits. Vielleicht Int. Mächtiger Zauber ist bereits. Ach so. Ha, wir wurden mit MDW gebufft. Ja, dann natürlich klar. Hallöchen, Senior. Senior, Senior, Senior. Und Senior, Senior, Junior. Sie bleiben ja wohl mal ganz arg hier, ne? Mein Gutster. So. Und hören mal auf, hier dumm zu machen. Okay, okay. Der wird ein bisschen mupiger als gedacht. Weil der ziemlich Leben hat und wir gerade oben gehen. Und wir haben noch zweimal Hand auflegen, aber. Das ist, Pyro-Schlag. Haben wir verfehlt. Okay, den schaffen wir nicht alleine. Den kriegen wir da. Wir kriegen zu wenig Schaden drauf. Wir bekommen zu wenig Schaden drauf, um den alleine zu packen. Schade. Schade, schade, Herr Nomade. Aber egal. Na, Versuch war's wert. Mit genug Mana, kein Problem. Aber so, m-m. No way. Na gut. Aber den müssen wir irgendwann umlegen, weil er hat gute Sachen hier. Gute Schmuckstücke. Ah, unser PvP ist auch weg. Sehr gut. So, hier ist der Assassine. Da festspannen wir aber vorher, bevor wir den erwecken, den Geist dazu. Da müssen wir nämlich dann hinterher dackeln. So.
Oh, knapp. Ach so, jetzt müssen wir erst die Axt bringen. Ja gut, dann sind wir. 100% haben wir schon. Ne? Uns fehlt im Prinzip ein Mops. Ungefähr. Oder vielleicht auch zwei. Aber mit der Questabgabe sind wir Level up. Ja, Gleichmut. Haben wir hier noch was? Die Schredderdinger nicht vergessen. Ups. Und Abflug. Und Abflug. Sehr schön. Gut, und Level up, yeah. Ach ja, die retten, genau. Das machen wir dann zusammen, wenn wir die Viecher da hinten killen. Jetzt liefern wir erst noch die Quest da ab und dann nehmen wir endlich mal unsere blutige Rache. Auch genug Platz. Oh, wenn wir gleich ein bisschen was verschicken. Raus damit. Jetzt haben wir Waffe, 10k, genau. Jetzt müssen wir zum Seher. Der erwartet uns schon sehr ungeduldig. Was braucht ihr? Was braucht ihr? Nix, brauchen wir nix. Das wird verschickt, das wird verschickt, das wird verkauft, verkauft. Da lassen, das können wir mal wegmachen. Okay. Vorwärts zum Sieg. Was führt euch hierher? Geht mit der Erdenmutter. Aber. Jupp. So. Hust, hust. Okay. Die zwei gehen weg an Nordhexe. Gut. Dann porten wir uns jetzt mal. Ich puste mir dabei die Nase. So, da bin ich wieder. Gut. So, praktischerweise können wir auch hier schon fliegen. Das Makro sollen wir noch angucken. Ne? Heiliger Schild, Richterteil der Weisheit, Weihe. Sollte Weihe eigentlich erst am Ende raushauen. Egal. So, wo will ich denn hin? Ich will nach Dönerburg, nach Thunderbluff. So, denn jetzt machen wir hier eine fette, 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 fette Party. Aber da müssen wir noch ein bisschen fliegen. Und wo wir hinfliegen, wird nicht verraten. Lasst euch überraschen. Bis gleich. So, liebe Freunde, hier sind wir wieder. Wir haben gerade Gasrilla angenommen. Denn mit der Bitch haben wir noch eine Rechnung offen. Die haben uns ja letztes Mal so arg vermöbelt und ja.
Von daher gehen wir jetzt nochmal nach Sulfhag und ich habe gerade was gesehen beim Ausmisten. Wir haben ja hier noch das Gefäß der Wiedergeburt. Haben wir doch noch gar nicht geguckt, was das macht, ne? Bring's zu Hochlord Demetrian. Das nehmen wir mal an. Ich weiß zwar nicht, wo er ist, aber Hochlord, das hört sich so ein bisschen nach östliche Pestländer an. Nehmen wir mal an. Ne, so. Schön, schön. 25, okay. Bollwerke schwächen. Müssen wir unbedingt machen, ey. Allein schon wegen den Schultern. Wir haben noch ein bisschen unter. Wir sind noch ein bisschen unterquippt hier. Sagen wir mal 40 Hände, 40 Gürtel, 40 Schuhe, 37 Ring, 39 Ring. Hier drüben noch 43 Armschienen, 46 Schultern. Das ist beispielsweise ein Grund, warum ich nicht gerne tanken würde. Jetzt erstmal, weil ich glaube nicht, dass ich sehr viele Chancen hätte gegen Erbstück-equippte DDler. Und da möchte ich mich nicht unnötig stressen lassen. So, wir buffen uns erstmal wieder. So. Und dann versuchen wir jetzt mal so viele wie möglich mitzupullen und hoffen, dass die auch wirklich mitkommen und nicht backen. I'm dreaming of a white Christmas. Ich weiß auch nicht, aber seit Tagen singe ich dieses komische, blöde I'm dreaming of a white Christmas. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ey, ob was. Können wir das packen? Können wir das schaffen? Werden wir das überstehen? Wird morgen die Sonne wieder aufgehen für uns? Ich weiß es doch nicht. Wir werden es versuchen. Auf jeden Fall kriegen wir so genug Mana zusammen. Ne? Also das Mana ist nicht das Problem. Und bis jetzt sind zumindest auch, so wie ich gesehen habe, alle noch mit dabei. Ja. Ich möchte alle Hände oben sehen. Punkte kriegen wir natürlich so keine, das ist klar. Die sind ja alle schon. Ja. Und es dauert halt ein bisschen, weil wir. Na, wie gesagt, Equipment ist nicht so passend und. Ja. So. Und jetzt wird es ein bisschen mupig. Ich probiere mal, ob ich die ums Eck rumgezoppelt bekomme. Sehr gut. Sehr gut, wunderbar. So soll das nämlich normal sein. Die soll nämlich nicht stehen bleiben, sondern nachlaufen, wenn man aus dem Sichtding raus ist. Sehr schön, wunderbar. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, es wird wenig auf uns draufgehauen, wie man merkt, ne? Denn langsam geht das Mana runter. Das ist jetzt eben so, je weniger auf mich draufgeklöppelt wird, umso weniger Mana mehr. So. Hä, sie bleiben hier? Gute Frau. Sie bleiben hier. Mojo. Und jetzt halt noch die Reste. So, die Reste, das ist immer noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen. So. Du auch noch. Und du auch noch. Wenn sie dann flüchten. Ich hätte vielleicht das Anti-Flucht-Ding noch mit reinnehmen sollen. Könnte ich eigentlich generell mal hier runter machen, weil Weiß hat er mal hier unten drin. So. Und jetzt einsammeln. Haha. Sehr schön. Super. So kann man gut farben. Stoff zum Beispiel. Ja. Schwupps, 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 schwupps. Okay, gibt es da noch irgendwas? Nein, sieht nicht danach aus. Wie sieht es hier drin aus? Oh ja, hält sich in Grenzen. Bisschen was, die Weste können wir wegschmeißen. Das benutzen wir gleich mal, das weg ist. Trollschweiß.
brauchen wir auch nicht. Der können wir Mojo behalten. Eingetrocknete Herz können wir noch verkaufen. Ja. Gut, wie gesagt, Mana halt am Ende. Dadurch, dass wir nur noch Caster hatten, die nicht mehr so auf uns drauf geklöppelt haben. Ne? Lass mal gucken, welches Talent für das Mana verantwortlich war. Hier, genau, Segen des Refugiums. Genau. Ja, wenn man blockt, ne? Und das ist halt, ja, du kannst eben Magie nicht blocken. Also, glaube ich zumindest, dass es so war. Ne? Magie kommt man nicht blocken, oder? Oder täusche ich mich jetzt? Ich glaube, das muss man mit Magieresistenz dann irgendwie kompensieren. Naja. Na, dann kommt mal mit, Schätzchens. Ich möchte alle Hände oben sehen. Immer einen kurzen Weg, oder? Gehen wir hinten rum. Schauen wir aber wirklich mal. Kommt das ganze Volk hinterher gedackelt, Gott. Ja, ja, Gott. Wahrscheinlich übernehmen wir uns gerade kolossal, aber ist mir egal. So. Ich will jetzt eine Rambazamba-Party hier machen. Müssen sie es bloß gleich irgendein Loch suchen, wo die nicht durchkommen. Wow! Love Parade ist hinter uns her. Guck mal. Grüß Gott. So, wir stellen uns mal hier ums Eck rum. Und jetzt heilen wir uns erstmal. So, hier. Jetzt gibt's aufs Fressbrett, Freunde. Jetzt gibt's aber kolossal. Aber sowas von kolossal. Oh, aber möglicherweise für uns. Ja, klar, wir brauchen hier Dingens. Ah, Gott, was hier. Oh, ich glaube, wir haben es übernommen. Ja, wir haben es übernommen. Okay, das waren zu viele. Eieieiei. Vielleicht mit durchgehender 60er Ausrüstung. Das wäre vielleicht möglich gewesen. Aber nicht mit unserer Krumpelausrüstung. Okay, also Hälfte reicht. Gazrilla dürfte so kein Problem werden. Alter, das waren viele Viecher, oder? Das waren viele Viecher. Die halbe Inni gepult. Aber sie sind alle hinterher gedackelt. Das muss man auch mal lobend erwähnen. Ja. Ja, das ist ein bisschen das Problem mit Magieschaden. Meine Verteidigung. Treffer, Zauber. Grundwerte. Mein gut körperlicher Schaden verringert ist okay. Was habe ich hier? Ach so, der unermüdliche Verteidiger ist angesprungen. Ja, klar, logisch. logisch. Wir haben auch noch nicht so auf Magie-Ding gesetzt. Na, das, wo war das da? Magie. Hier, verringert erlittene Zauberschaden um 3%. Das wären dann doppelt gesehen 6%. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Wo hatten wir noch Magieschaden? Hatten wir noch Magieschaden irgendwo, was gemindert wurde? Göttlicher Schutz. Wir hatten doch noch irgendwo Magieschaden, oder? Oder war das später in einem anderen Bäumchen? Nee.
Ja, egal. So, Fugium anschmeißen, Sondergerechtigkeit anschmeißen. Ich meine, gut, wir können auch... Na gut, Aura brauchen wir nicht, das ist Quatsch. Siegel des Lichts. Ich mag Siegel des Lichts. Bum, 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 bum. Kann natürlich später auch mit Resistenzausrüstung dann einiges abfangen, aber wie gesagt, ich denke ja sowieso nicht, dass ich als Tank hier stehen bleiben werde. Die sind jetzt bestimmt alle noch vorne, die warten jetzt wahrscheinlich, dass ich kommen muss. Habe ich mir vermutlich... Oh, 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 hey, oh, okay. Wow, ja, schwebt mal eben durch die Lüfte, Freunde der Nacht. Ja gut, aber ein paar sollten wir schon zusammensammeln können. Sonst ist es ja wenig effektiv. Den können wir jetzt mal gucken, ob wir den holen können, so. Nee, der ist nur dämlich, der kommt nicht, schade. Naja, also tanken wäre mir auf Dauer zu stressig, ehrlich. Dann lieber heilen. Tanken ist schön zum Farmen, wenn man gute Ausrüstung hat, entspannt die ganze Eni pullen und dann wum, 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 wum und einsammeln. Das ist feine Tanksache. Ich zieh dem echt wenig ab. Siehst du mal, da passiert so gar nichts, ja? Der steht da und kümmert ihn nicht. Oh, wir sind schon wieder bei 27 Minuten. Okay, aber die Inni, die wollte ich eigentlich jetzt schon noch kurz machen. Weil, ja, war ja meine Schuld, dass wir korrekt sind. Weil ich mich übernommen habe. So, dann nehmen wir es einfach mit, was mitkommt. Und was nicht mitkommt, bleibt halt da. Die wir schon mitnehmen müssen. Dann gehen wir jetzt aber trotzdem hier ums Eck rum, damit die auch wirklich kommen. So, schön eine Weihe rauflegen. Und das Schild. Natürlich auch immer eine Sache später, ob man dann Crit-immun ist und ja. Man sollte sich nicht von hinten treffen lassen. Ja, muss ich mich echt heilen, ja. Du sollst keine Ads mehr ranziehen. Naja, so kann man die Inni auch clearen dann. So. Ich stelle mich jetzt mal hinter den Krug. Im
unter Manfred. So, und... Wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, wie unsere Ausrüstung ist noch nicht so insgesamt, wie sie sein sollte. Dadurch haben wir halt auch ein bisschen Defizit. Wäre ich jetzt hier mit Erbstückausrüstung unterwegs, dann wäre es natürlich eine andere Sache. Ist klar. Sind ein paar. Weniger als vermutet. Ich säuber trotzdem erstmal den Ring hier. Warte mal, gehe ich andersrum. Weil ich möchte das Rilla danach rausziehen und nicht im Wasser gegen sie kämpfen. Und da brauchen wir Platz für. So. Gut, jetzt sollte es aber eigentlich klappen. Mit dem ein bisschen vor noch, so. Alle im Dingens drin haben. So, zeigen wir uns mal voll. Ganz gemütlich. So. Dann hoffen wir, dass das alles wirklich so hält, wie es sein soll. Okay, es noch, sieht noch sehr stabil aus. Aber wir haben kein Schild mehr. Jetzt haben wir das Schild aktiv. Heilen wir uns wieder. So. Ja, ist immer noch ein bisschen stressig. Aber es wird. Ich glaube, ich komme manuell fast schneller als mit dem Makro. Oh, 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 schnell heilen, schnell heilen, schnell heilen. Komm gleich nochmal hinterher. So. Schild. Schuldigups. Schild des Rächers in die Fresse rein. Nochmal Schild nachlegen. Nochmal Weihe nachlegen. Jawohl. Mal Schild nachlegen. Ja. Okay. Ja, das werden wir überleben. Du natürlich auch noch hier, klar. So, nicht fliehen, nicht fliehen. Na, 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 na. Oh, Gott. Na, war doch auch ein, zweimal knapp. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Ja, ich schmeiß das erste Mal weg, damit wir das zweite einsammeln können. Damit wir hier die restlichen Glitzerfreunde noch looten. So. So. Und du noch. Hui, wir haben jemanden vergessen. Es tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Bist du der Buggybert, der Backige, hä? Ja, ja. Weil wir immer noch im Kampf waren gerade eben. Hat doch einer rumgebackt.
Wir sind immer noch im Kampf. Der da vorne, ja. Hey, Sie, kommen Sie mal her. Wir haben da was. Wir haben da was, was mir gehört. Immer noch im Kampf. Tja, haben wir irgendeinen vergessen, ne? Irgendeinen. Den hier vielleicht? Ja, ziemlich sicher. Nachdem der auf so kurze Entfernung nicht reagiert, ja, ich denke, das ist er. Backfred, der Backe hier. Auch nicht? Also ihr seid's aber, denke ich mal, auch nicht, oder? Oder seid ihr's? Dann trinke ich halt jetzt mal meinen Mana. Wäre möglich. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Mal gucken müssen. Ich bin echt gespannt, wer der Backe hier ist. Ich falle um. Ich will nicht noch... Ich ziehe euch mal ein bisschen weiter weg. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keinen Bock, dass ihr hier noch alle eure Freunde ranholt. Ja. Oh, Käferchen. Da war auch nicht dabei. Okay, jetzt sagt's halt schon, wen habe ich vergessen? Wen von euch muss ich umbringen, damit es weitergeht? Den da. So, wenn jetzt auch keine Ruhe ist, dann weiß ich nicht mehr weiter. Dann hat sich irgendwo einer versteckt. Nach den beiden müssten wir eigentlich wieder trinken können. Ne, können wir nicht. Können wir nicht! Noch. Wir haben doch da hinten, haben wir doch keinen vergessen. Da ist doch alles weg. Das alles weg.
Die sind auch alle auf 100%. Von alleine greifen die nicht an. Höchstens noch versuchen, ob wir hier bei denen noch irgendwo was im Argen liegt. Müssen wir halt nochmal machen. Ach, können wir noch nicht. Wieso? Na egal. Gut, gut, gut. Dann sammeln wir halt hier noch die Leute ein. Von hier aus. Nehmen wir gleich alle mit. Soll sich auch lohnen. So. Stellen wir uns aber hinters Eck. Wie das Tote mitwandert. Mhm. So, komm, dann haut mir mal ein bisschen Mana auf die Knochen. Ja, komm, das könnt ihr besser. So kann man auch recken. Man lässt sich einfach Mana drauf prügeln. Können immer noch nicht trinken. Ich glaub das nicht. Hey. Wir können immer noch nicht trinken. Es ist nichts mehr da, wo wir gewesen wären. Es ist kein einziger Mob mehr da. Ich meine, gut, wir können jetzt noch die da vorne in den Hütten, aber die haben wir großzügig umritten. Aber vielleicht zählen die von davor noch. Wie gesagt, hier würde ich mir jetzt so irgendwie einen Zusatzknopf oder irgendwas wünschen, dass man seine Figur aus dem Kampf nehmen kann, wenn offenkundig hier nichts drin ist. Das wäre wirklich eine Erleichterung. Ja, tut mir leid, Herr Sandwüder. Ich hätte sie auch gerne leben gelassen, aber ich darf nicht. Denn sonst geht's nicht weiter. Sollten wir Mana draufhauen. Wieso kann ich immer nichts trinken? Die 2 Minuten sind doch schon lang rum. Könnte jetzt ein bisschen dauern mit einem Prozent Mana. Cooldown funktioniert mich auch nicht. Boah, wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde, ey. So lange wollte ich doch gar nicht machen, die Folge. Oh. Ah,
Natürlich, ihr heilt sie immer und das könnte noch eine Weile so weitergehen. Probieren Sie es mal immer noch ein bisschen Mana zurückzuholen. Ja, das geht. Ich meine, wir machen als 60er Paladin nicht genug Schaden, um den 44er Humble Money umzuhauen. Okay. So, jetzt. Und jetzt. Tja, und oh Wunder, ich bin immer noch nicht aus dem Kampf raus. Soll jetzt noch alle Käfer umlegen, oder was? Da ist doch kein Käfer, den wir angedatscht haben. Kein einziger. Tja. Wir haben keinen Mob vergessen. Keine Ahnung, woran es gerade hakt. Müssen wir halt warten, bis wir vollgetröpfelt sind, weil wie gesagt, ihr könnt jetzt keinen Tropfen mehr trinken. Wir haben seit 5 Minuten schon nichts mehr getrunken. Aber wir können trotzdem keinen Tropfen trinken. Haben wir noch eine Rolle für Willenskraft? Ja. Nehmen wir die mal noch dazu. Das schadet nicht. Aber mehr Mana-Reck. Tja, Freunde. Ja, dann warten wir mal. Tja. Währenddessen kann ich mal überlegen, ob ich nachher was Leckeres koche oder ob ich mir einen Döner hole. Das sind immer diese schwierigen Fragen, ne? Döner wäre jetzt aber weit weg. Küche ist näher, aber Küche ist zeitaufwendiger als Döner. Ne, Mocho wollen wir behalten. So. Ah, das ganze graue Zeug, scheiß drauf, behalten wir. Verkaufen wir nachher ein paar Cent. Da kommen wir nochmal hier, müssen wir ransaugen. Saugi, saugi machen. Ziegler Weiß hat es auch, aber egal. Egal. Mungo. Tja, 37%. Das wird heute eine lange Folge. Könnte ich auch was trinken, kurz mal hier. Wenn wir schon warten. Was habe ich denn noch? Ich habe noch Nudeln. Okay. Ich habe zwar keine passierten Tomaten mehr, aber ich glaube, ich habe noch Tomatenmark. Bietet sich doch eigentlich an, Tomatensoße mit Nudeln. Zwiebeln habe ich auch noch sehr viele. Könnte ich davor noch ein paar Röstzwiebeln machen. Ein bisschen Parmesankäse müsste ich auch noch da haben. Jupp, da ist ausgemacht. Nachher gibt es hier Dingens. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich mir vielleicht mal eine Pizza mal wieder kommen lasse. Ich habe mir schon ganz, ganz lange keine Pizza mehr kommen lassen. Das wäre dann so gar kein Aufwand. Einfach warten und essen. Aber nein, ich glaube, mir sind heute die Spaghetti näher. Ich bewundere gerade meine Kräuter, die ich hier neben meinem Schreibtisch stehen habe. Die wuchern wie die Sau. Das Lebenskraut, das ist... boah. Was das in den letzten 2 Tagen allein gerissen hat. Ja, gut, der Dill, der hängt ein bisschen hinterher.
Der Thymian auch, dafür ist die Minze am explodieren förmlich. Also 2-3 Zentimeter pro Tag, was die teilweise raushaut, ist der Wahnsinn. So, wer sind wir denn? 63%. Naja, ja. Geht noch. Langsam geht mir das Redematerial aus. Tja. Ja, wie gesagt, wenn ihr das seht, ist ja quasi zwischen den Feiertagen. Habt ihr euch schon gute Vorsätze vorgenommen fürs neue Jahr, die ihr nicht halten werdet? Tja. Ich nehme mir eigentlich nie was vor fürs neue Jahr. Das ist, wie gesagt, man hält es ja sowieso nicht. Und ja. Ich nehme jetzt mal vor, hier das Ding anzubömmeln. Ich denke, 72% sollten ausreichend sein. So, komm mal raus, Schatzi Batzi. Komm mal raus. Na komm. Na komm, mein Mädchen. Komm, putt, 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 putt. Ja, ja. So. Dann mache ich aber das hier. Oh, Gazrilla schleudert mich hoch. Hui, na sowas. Dann muss ich mich jetzt fast mal heilen hier. So. 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 Na, warte mal, die läuft ja nicht weg. Alles fürs Mana mal, weil mit Mana eben, wie gesagt... Ich wollte mich jetzt, ich will mich jetzt nicht frieren lassen hier. Haha. Ha, ha. Bubble. Nein! Nein, nee, hier bleiben. Bleib hier. Komm, put, 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 komm. Sehr schön draußen bleiben. Ja, ja. Sag ich dir, du. Weib. Wunsch gibt's Luft. Lappnuff. Oh, jetzt wird's langsam eng. Wie gesagt, wir können nicht mal Trank schnabulieren oder sowas. Bedeutet, wir müssen ein bisschen sparsamer vorgehen. Eieiei. So, wir entfesseln nochmal und dann heilen wir uns. Ja, oh Gott. Doch, komplizierter ohne Tränke und gediegene Ausrüstung als gedacht. Aber wir kriegen sie. Wir kriegen sie. Wie gesagt, Mana-Probleme halt. So. So, Bitch-Pussy, hä? Dein Fangzahn haben wir auch noch bekommen. Schöner Dolch. Na gut, kein schöner Dolch, aber ein Dolch. Und aus dem Kampf kommen wir auch wieder nicht. Ich wollte eigentlich... Ups. Ich wollte eigentlich die anderen Dinger noch machen, aber... Wir kommen ja nicht raus. Von daher laufen wir jetzt einfach mal Standepede aus der Instanz hinaus. Wir haben uns an Gazrilla gerecht. Kriegen noch 1000 Erfahrungen dafür und eine Karotte am Stiel. Da kann man doch wirklich nicht meckern. Und wir haben eine, dann, wenn wir hier draußen sind, einstündige Folge produziert. Ja. Was dann bedeuten kann, dass es morgen vielleicht keine Folge gibt, das muss ich gucken. Je nachdem, wie viel ich produziert bekomme noch davor. Vielleicht gibt es doch eine, dann... Ja, es sollte halt mal eine längere Folge, meine Güte. Was soll's. Viel hat es natürlich nicht gebracht hier, weil alles grau. Tja, und in 2 Tagen na, ist Winter auch fest. Dann nehme ich das Special auf. Das nehme ich dann allerdings als DD auf, weil ich glaube, wir haben uns erst in der Folge vom 25. die duale Talentverteilung geholt und ich möchte euch ja nicht einen Tag davor schon spoilern. Wenn ich dann als Tank die Special-Folge machen würde, würde ich euch ja spoilern. Das wäre nicht schön. Darum werden wir da als DD gehen.
Oh, hey, jetzt sind wir plötzlich aus dem Kampf raus wieder. Ja, toll, danke schön. Jetzt funktioniert das auch plötzlich. Was ist jetzt los? Hallöchen, grüß Gottchen. 80er Butan. Moment mal. Butana? Kommt mir bekannt vor, Butana. Ich kenne Butana. Ist das irgendwie, Butana, ist das irgendwie, keine Ahnung, ein Anime-Charakter oder so irgendwas? Weil ich glaube, ich war mal in einer Gilde mit einem Butana zusammen. Ist aber auch schon länger her. Sehr viel länger. Ja, Solo möchte ich auch noch einen Strat halt ganz gerne, aber das auch nicht als Tank. Na, wenn dann als DD oder als Heiler. Und ich muss unbedingt ja die Schmiedekunst noch nachleveln. Ich denke, das könnte ich eigentlich nach der Folge kurz machen, dass ich nach Silithus gehe und die ganzen Spots mal abfarme. Die ganzen Thorium-Spots. Weil sonst können wir mit Teufelseisen gar nichts anfangen und es würde ja schon was bringen, so gesehen, wenn wir levelgerecht dann auch hier hochschmieden, damit wir vielleicht auch mal gute Ausrüstung zusammenbekommen. Ansonsten müssen wir doch mal auf Heilung gehen und mal ein paar Innis abschrubbeln. So. Braucht ihr Hilfe? Nein. So. Ha! Haben wir eine alte Schuld beglichen, sozusagen. Mit einer Karotte. Zellenrucksäckchen. Während wir reiten, können wir mal sortieren, was wir alles rausschicken gleich. So und so. Das wird verkauft, das wird verkauft, das wird auch verkauft, ebenso. Mondbeerensaft brauchen wir auch nicht. Das wird verschickt, das wird verschickt, das bleibt da. Das wird verschickt. Das können wir auch mal noch mitnehmen. Räucherschinken-Dingens wird verkauft, das ist so, verkaufen und verschicken. Ich will nur noch gerade die Stunde voll machen. Anderthalb Minuten noch. Und dann ruft die Tomatensoße mit Zwiebeln. Oh ja. Oh ja, dann mal Röstzwiebeln, dann in die Röstzwiebeln. Oh ja. Mmh. Oh, lecker, lecker wird das. Das ist richtig gut. So. Aber erstmal die Arbeit und dann das Schlemmen. Ha, passt genau. Wunderbar. Schwupps. Dann setzen wir uns hier rein, holen wir uns noch ein bisschen Rested-Bonus. Zack, 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 zack. Sehr schön. Gut. Jetzt haben wir gleich die Stunde voll. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsch euch wie manchmal einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr zuschaut. Sehen uns morgen oder übermorgen wieder hier, machen dann wohl weiter mit den normalen Questen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und noch ein paar Sekunden. Ciao, ciao.